Herzlich willkommen zu einem neuen Part Panzergeneral 3D, die Kampagne Vorwärts Genosse. Und heute spielen wir Wintergewitter. Das letzte Mal, ja, wurde ich ja ziemlich geärgert. Wir haben 13 Züge für einen glorreichen Sieg Zeit. So, gucken wir uns mal die strategische Karte an. Wir können uns hier an der Myschkova aufstellen, auch hier irgendwie bei den Sieghexen so ein bisschen. Und da überall steht der Feind, später hier etwa auf der Höhe sind dann nochmal Verstärkungen tauchen dann auf. Die wurden ja auch schon im Briefing angekündigt und ich würde sagen, wir legen mal los. Da stellen wir auf jeden Fall die Pack hin. Zack. Zack, 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 zack. So, dann geht's weiter. Da stellen wir Einheiten hin, da stellen wir welche hin. Die Armee fehlt natürlich hinten und vorne an Einheiten, was alles nicht so besonders toll ist. Aber wir können ja einfach mal gucken, was so jetzt passiert. Ich würde vorschlagen, als erstes fliegen wir mal die Flugzeuge an die Front. Das 70 mm, das ist eine Artillerie. So, was haben wir sonst noch im Angebot? Hier vielleicht auch den Marder drauf. Und vielleicht auch noch auf den Stuck drauf, weil der kann natürlich über zwei Felder schießen und ist damit eine Gefahr für mich. Dann gucken wir mal weiter. 10, 10, 14, ja. So, ist jetzt die Frage. Kommt der, würde der da hinkommen? Der kommt da nicht hin. Das heißt, mit dem müssen wir auf die Artillerie dann drauf gehen. Und mit dem gehen wir auf den auf das Stuck drauf. So, was sehen wir denn alles? Wir sehen nicht sehr viel. Schwierig. Gucken wir mal weiter. Das ist ein Pack. Den können wir einfach überrollen. Aber relativ einfach. Das ist keine gute Idee. Da müssen wir mal weiter überlegen.
Das geht nicht. Obwohl. Das geht aber. Okay, das war natürlich nicht so schön. Aber die Infanterie ist damit auch Geschichte. So. Das Ding kann noch schießen. Jetzt bin ich am Überlegen, wo halte ich drauf? Macht das, aber dann stehen die in der Stadt. Das ist auch scheiße. Das ist irgendwie alles nicht so prickelnd. Das geht auch nicht. Vielleicht lasse ich die auch einfach erstmal da stehen. Das wäre natürlich auch eine Option. So, mit dem kann ich jetzt auch nicht so viel anrichten. Geht nicht. 3-0, das ist keine gute Idee. Gut, also von daher würde ich sagen, lassen wir das jetzt erstmal so. Und ja. Das ist natürlich scheiße, dass die da hinten nicht geschützt sind. Der wird die wahrscheinlich sehen können, oder? 1, 2, 3, 4. Ne, der sieht die Artillerie nicht. Was ist mit denen? Anhaltende Unterdrückung. Der dürfte die Artillerie eigentlich auch nicht sehen können. Aber wenn die natürlich Gegenfeuer gibt, dann war es das. Jetzt stelle ich den einfach mal da oben hin. Und gucke, was jetzt passiert. Da bin ich mal sehr neugierig drauf. So, den fahre ich mal dahin zum Schutz. Und dann gucken wir mal weiter, was jetzt passiert. Da wird jetzt wahrscheinlich einiges in die Brüche gehen. Ach, der kann den schon mal sehen. Ja, das ist natürlich der Nachteil, wenn man so wenig Einheiten hat, dann hat man natürlich Löcher in der Front an allen Ecken und Enden. Ja, die greifen natürlich auch überall da an, wo jetzt keine Einheiten von mir, wo jetzt kein Flak ist. So klug sind die dann doch. Ah, nee. 4-1, jo, das war jetzt sehr sinnfrei. Und der Angriff auch. Okay, ja. Die versuchen jetzt natürlich, weil die KI auf aggressiv gestellt ist, versuchen die jetzt natürlich über den Fluss zu kommen, was die ganze Sache ziemlich erschwert.
Das geht nicht. So nicht, dass ich sie nicht kaputt kriege, ey. Unfassbar. Okay, scheiß Wetter, auch das noch. Die hat nur noch eine Munition, das ist auch nicht gut. Ich muss mir jetzt überlegen, was ich jetzt mache. Das geht nicht, auch wegen der Adlerie geht das nicht. Scheiße, wenn jetzt da irgendwelche Einheiten durchgebrochen sind. Das Ding können wir jetzt aber schon mal überrollen. Vielleicht warte ich jetzt einfach mal kurz ab. Den sollte ich aber ein bisschen im Auge behalten, wo der hinfährt. Sagen, das war jetzt ein Selbstmordangriff. Okay. Ja, also mit den paar Hempeln ist das echt nicht so ganz einfach. Nee, das ist nicht gut. So, die haben wir kaputt gekriegt. Und das hat auch gut geklappt. Mit einem Schuss hat er den kaputt gemacht. Ich fasse es nicht. So, der hat noch zwei Schuss. Okay. Passt mir alles nicht so richtig. Das geht nicht. Das ist schade. So, dann können wir mal weiter gucken.
alles in allem sieht das ja schon recht gut aus. Haben wir jetzt schon einiges kaputt gekriegt und können jetzt mal gucken, was jetzt weiter passiert. Jetzt zieht sich der Feigling auch noch zurück. Ah, das war ein Hinterhalt, das ist gut. Habe ich Glück gehabt. Gut, den ziehe ich jetzt erstmal zurück. Der hat sich dann jetzt ein bisschen Erfahrung schon mal gesammelt in dem Szenario. Allerdings jetzt auf unfreiwillige Art und Weise. Aha, Hinterhalt ist immer gut. Aha, bedeckt. Okay. Das geht nicht. Das ist schade. So, wo sind denn die ganzen Flugzeuge? Der hängt immer noch da oben drauf und wird jetzt abgeschossen. Ich hoffe, da ist kein Flugzeug. Sieht nicht so aus, das ist gut. So, das Ding machen wir jetzt erstmal kaputt. Hier ist jetzt Feierabend, meine Freunde. Meine Freunde des Sexualsports. So, gucken wir mal. Hier ist eine Adlerie und eine Geierie. Dann gucken wir noch, ob hier noch irgendwas ist. Das sieht nicht so aus. Okay, hier haben wir noch einen Panzerjäger oder was auch immer das ist. Den haben wir jetzt auch getilgt. Oh. Jetzt kommen die Verstärkungen langsam an, das ist nicht so schön. So, was haben die jetzt alles für Jäger? Ja, hier sehe ich erstmal nicht so viel. Hier ist einer. Er hat zwei Erfahrungsbalken. Das ist ein Bomber. Mehr sehe ich momentan nicht. Sind die vielleicht da oben? Hier ist so ein FW-Jäger. Der ist natürlich sehr stark. Der ist eine Gefahr für mich. Okay, aber wir können natürlich jetzt schon mal gucken, dass wir den Achter da hinten vielleicht irgendwie abgeschossen kriegen. Aber ich fürchte, das wird nicht funktionieren. Das ist sehr schade. Ja, auch noch ausgezeichnet. Ich fasse es nicht. So, und dann können wir auch den da mal aufhalten. So, das sieht doch schon mal sehr schnucklig aus. Der hat noch drei Munition. Ich habe jetzt da übrigens hier noch so einen Packbunker hinter die Panzergrenadiere gestellt, aber ich habe das jetzt, das hatte ich gestern Abend noch gemacht, weil Parabellum gemeint hat, man, also hier im Panzergeneralforum, man könnte dann einfach hier
links durchbrechen und den Rest der Einheiten einfach hier im Norden hinstellen, weil hier gibt es ja auch Aufstellungshexe und wäre dann schon viel zu schnell viel zu schnell fertig und deswegen hatte ich das so gemacht, aber weil ich dann halt das Szenario jetzt nicht nochmal neu geladen habe, ist der Packbunker, der da jetzt steht, ist der jetzt nicht da. Ist vielleicht auch ganz gut so, sonst wäre es vielleicht ein bisschen arg schwierig. Gut, aber schauen wir mal, was jetzt so passiert. So, den haben wir auf jeden Fall gut runtergewirtschaftet. Da kann man nichts sagen. So, was hat der jetzt vor? Nee, nee, nee. Das ist frech. Das ist sehr frech. Fünf zu sechs Angriffe, ey. WTF. Ja, das war der, der noch nicht ganz erfahren war. Ich bin blöd, da ist doch eine. Da ist doch eine Flak. Ja, ist klar, da kriegst du noch niemals abgeschossen. Was ist denn das für eine Scheiße, ey? Okay, also den Viererjäger, den muss ich jetzt erstmal aus der Front entfernen. Das ist zu gefährlich für den. Hier jetzt weiter zu existieren. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob die noch irgendwelche Jäger da im Nachschub haben. Da kommen jetzt hier Bomber als Nachschub. Da sollte ich jetzt etwas vorsichtiger sein. So, da kommen glaube ich auch irgendwelche Einheiten lang. Schicken wir mal hier die zwei Einheiten runter. Etwas vorsichtig sein, weil da ist dann gleich der ganze Laden voll sozusagen. Doof Mann und doof Frau. Wieso? Achso, der hatte schon geschossen, deswegen geht das nicht. So, ja, also alles in allem müssen wir etwas vorsichtiger sein. Die werden jetzt sicherlich einiges von mir angreifen. Ich hoffe mal, alle Einheiten überleben das. Das ist ein Jäger, das ist schlecht. Das heißt, den lasse ich da hinten mal lieber stehen. Natürlich dumm, ich kann momentan mit meinen Bombern nicht großartig loslegen, weil ich halt weil halt noch Jäger existieren. Den hatte ich ganz vergessen, den zu schützen. Oh, Hinterhalt. Das ist gut. So, die ersten Einheiten tauchen auf. Das ist schon mal gut zu wissen, wo in etwa uns der Feind erwartet.
Ich werde mich jetzt erstmal darum kümmern, die Einheiten anzugreifen, die, das heißt, den da oben kann ich auf jeden Fall angreifen. Hat jetzt nur Stärke 5, der wird jetzt auch keinen großen Schaden mehr anrichten. So. Dann gucken wir hier mal weiter. Ich hoffe, da kommt keiner. Na? Zumindest keiner bis jetzt zu sehen. Okay, dann geht es knallhart weiter. Die hat nur noch einen Schuss, das heißt, den lasse ich vielleicht mal lieber stehen, eine Runde. Bin lieber etwas vorsichtiger jetzt mal. Kennt man gar nicht von mir. Dem ich das letzte Mal so abgelost habe, weil ich so forsch vorgegangen bin. So, die lasse ich jetzt mal hier stehen. Können eigentlich nicht gesehen werden, aber ich mache mir ein bisschen Sorgen um meinen Befehlspanzer, dass die mir den nicht kaputt machen. Das könnte jetzt ein Fehler gewesen sein. Nee, der kann nur die Panzer sehen und sonst nichts. Ich könnte jetzt eigentlich auch oder auch nicht. Moment, wo käme der jetzt hin? Ja, den Bison, den greife ich mal an. Bison wollen wir hier nicht haben. So, dann kann ich nämlich den Jäger dahinter ziehen. Zeit, dass es für die Artillerie da einen vernünftigen Wagen gibt. Also der Wagen da, der ist ja echt der letzte Scheiß. Gut, das kannst du meinetwegen machen. Ja, nee, das geht aber nicht, meine Freunde. Das geht nicht. Das könnt ihr vergessen. Da stellen wir dann jetzt einen Bomber drüber. Ja, das könnt ihr vergessen. Aber sowas von, das könnt ihr sowas von vergessen. Das könnt ihr knicken. Jetzt beendet doch endlich diesen Scheißzug. Ich will ihn sowieso nicht spielen, Mensch. Das nervt echt, dass sie dann so lange brauchen, um diesen Scheißzug zu beenden, obwohl ich ihn sowieso nochmal neu laden will. Dass man das nicht beenden kann, ey. Das nervt echt. Fehlprogrammierung, ey. Ja, nicht beenden, sondern Spiel laden. So. Okay, dann gucken wir mal weiter. Das ist ja jetzt nicht so das Problem, der Angriff. Das auch nicht. Ich meine, der Schaden ist zwar nicht so toll. Das ist auch nicht so toll. So, der fliegt jetzt weg. Schön für ihn.
Noch zwei Schuss. Ich greife den jetzt hier mal an. Sich langsam aber sicher einer guten Zahl. So, zack. Gerollt. Ja, die Hilfstruppen haben wie eigentlich in jedem Szenario kaum Erfahrung oder viel weniger Erfahrung zumindest. So. Dürften sie jetzt ja eigentlich nicht mehr sehen können. Züge habe ich jetzt überhaupt noch? 7 Züge. Und jetzt gleich noch 6 Züge. Alles nicht so prickelnd. Okay, schauen wir mal weiter, was jetzt passiert. Das hat sich jetzt stark in Grenzen gehalten, der Schaden. Das war frech. Eigentlich keine Einheiten irgendwie hier ersetzen oder so, aber ich habe so das Gefühl, dass ich da langsam gezwungen bin, das zu machen. Jetzt greifen wir erstmal das hier, erstmal das hier. Das geht nicht. Das geht. Einen Schuss. Mal gucken, was passiert, wenn ich das jetzt hier mache. Das gibt's doch nicht. Krieg ich den nicht kaputt, ey. Vorsichtig, weil die Einheiten doch schon etwas mehr Schaden genommen haben. So, zack. Zack.
die schnellen Einheiten dürften ja jetzt durch sein. Das heißt, dann können wir jetzt uns darauf konzentrieren, die Artillerie hinterher zu ziehen. Naja, und das war jetzt keine gute Idee. Okay, ja, aber das sieht doch eigentlich alles in allem gar nicht mal so schlecht aus. Ich kann gleich mal gucken, wie viel Prestige ich eigentlich habe. Ja, ich glaube, es macht jetzt keinen großen Sinn, die Flugzeuge jetzt, den kann ich jetzt hier nochmal angreifen. Flugzeuge da zum Flugplatz zurückzufliegen, weil bis die da sind, habe ich da sowieso schon aufgeräumt. Ich werde jetzt diese Runde noch mal etwas vorsichtiger sein. Na gut, das könnt ihr meinetwegen machen. Dann noch anhaltendes Feuer, so ein Arsch, unfassbar. Nicht gut. Verdammte Axt nochmal. So eine gottverdammte Scheiße. Okay, das Ding hatte schon geschossen. Gehen wir jetzt mal hier weiter. Nur noch eine Munition, das ist wenig. So, gucken wir mal. Gut. Also sind noch ein paar Einheiten. Ich hoffe, die überleben jetzt. Kannst du sowieso relativ leicht überrollen. Das geht nicht. Das ist nämlich leer. Vier hat er dem abgenommen. Das war jetzt aber auch ein bisschen random, das Ergebnis. Das muss ich mal ja jetzt wohl echt mal fairerweise sagen. Das war ja jetzt wohl komplett random. Die da irgendwie Support-Fire oder so geben könnten. Nix ist da. Okay, hoffen wir, dass sie überleben. Ja, das ist natürlich scheiße. Also das könnt ihr irgendwie mal vergessen, weil ist doch scheiße, ey. Ich habe von allem viel zu wenig Einheiten. Das kannst du auch vergessen. Das ist auch scheiße. Flughafen ist so weit weg, um mir was anderes zu kaufen. Macht echt langsam keinen Spaß mehr. Es macht keinen Spaß mehr, ernsthaft. Es ist scheiße. Es ist einfach nur noch scheiße. Es ist einfach nur random Drecksscheiße. Scheiß Dinge sind leer, wo man sie brauchen kann.
So, ja, das Problem ist natürlich auch, dass die keine 5 Erfahrungsbalken bis jetzt sammeln konnten. Das erschwert die ganze Sache natürlich ungemein. Der hat ja doch noch Munition. Das verstehe ich nicht so ganz, aber egal. Was soll denn das? Die haben doch, wieso, die haben doch einen Jeep. Wieso fahren die nicht mit dem Jeep? Fahren die nicht mit dem Jeep, weil sie nicht hier. Ich will eigentlich keine Einheit hier. Ich hoffe nur, dass ich jetzt nicht alle Einheiten gekillt habe. Das wäre ein bisschen doof. Was sagt das Wetter? Schnee. Dürfte ich ihn eigentlich auch nicht sehen können. Oder zumindest auf jeden Fall nicht den Befehlspanzer da. So. Letzte Runde. 1, 2 oder 3. Letzte Chance vorbei. Das ist die letzte Runde. Ne, 2 Runden noch. Jo. Ja, ich muss den Panzer leben lassen, sonst hätte ich den kaputt gemacht, aber ich muss ihn leider leben lassen, weil ansonsten habe ich alle Einheiten kaputt gemacht. Ah ne, oben. Ah ja, okay, das war dumm. Oben ist ja noch der. Ja, eine Einheit. Der Bomber ist da oben noch. Das heißt, ich kann den noch. Ich kann ihn leider gar nicht überrollen. Hier ich auch noch einen Stärkepunkt. Das war jetzt nicht gerade gewollt. Okay, ja. Wir haben 532 Prestige nur gesammelt. Das ist WTF-mäßig. Aber wir haben das Szenario jetzt glorreich geschafft. Wir hätten noch eine Runde. Ne, das ist jetzt die letzte Runde. Quatsch, wir haben gar keine Runde mehr Zeit. Spiel speichern. Und das speichern wir unter 11 Wintergewitter. So, und dann besetzen wir das letzte Hex hier. Der Einser, der macht das jetzt mal. Den Flughafen besetzen, das Szenario ausmachen. Glorreicher Sieg der Alliierten. Sehr gut, nun ist der Abstand zwischen den in Stalingrad eingeschlossenen Deutschen und der deutschen Frontlinie so groß, dass die deutsche 6. Armee dem Untergang geweiht ist. Aus der Nachhand geschlagen werden. Herr General, der Sieg ist zum Greifen nahe, oder auch nicht. Die Deutschen haben das Gebiet um Charkow geräumt und haben sich zurückgezogen. Ihre Armee soll nun in den leeren Raum vorstoßen und den flüchtenden Deutschen nachsetzen. Viele unserer Generäle denken, der Feind ist schon geschlagen. Aber ich bin da nicht so optimistisch. Seien Sie also vorsichtig. Ihre Truppen. Ihnen steht Ihre Panzerarmee zur Verfügung.
Der Feind. Unsere Aufklärer melden leeres Gebiet, gezeichnet Major Heinz. Und jawohl, das ist doch schön. Das ist ein schöner Prototyp. Habe ich jetzt wenigstens ein bisschen Glück mit den Prototypen. Wie viel hat der jetzt eigentlich gesammelt? 53 Erfahrungspunkte. Ich denke, ich werde den aufrüsten. Jetzt gucken wir erstmal, was haben wir alles im Angebot. Wir haben jetzt T34-76F. So, ist jetzt die Frage, rüste ich alles dahingehend um? 12, 14. Der ist natürlich besser gegen Infanterie. Ist aber dafür langsamer. Hat ein bisschen bessere Verteidigung. Der andere ist dafür gegen Panzer besser. Was ist denn der... Ach, jetzt gibt es hier schon die T4, aber das mache ich nicht. Das ist sonst zu teuer mit dem Umrüsten und so. Was macht denn, was ist denn hier der T? Der hat 11, 12, 13, 9. Das heißt, der hat dann im Endeffekt einen mehr gegen Panzer und einen mehr harte Verteidigung. 11 Schuss, 75, 7, 2. Anscheinend auch zwei Schuss mehr. Zwei Infanterie, mein Gott, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Initiative, genau, zwei Initiative mehr. So. Die Daimler, die waren, glaube ich, billiger. Das heißt, das lassen wir so, wie es ist. Es gibt neue Jäger. So, nee, der ist schlechter. Ist auf jeden Fall nicht besser. Es ist die Frage, ob ich mich jetzt umrüste. Wahrscheinlich eher nicht. Den P lassen wir mal so. So, also auf jeden Fall, das gefällt mir schon mal gut, dass ich so ein Ding hier geschenkt gekriegt habe. 20 Erfahrungen haben die auch noch. Was könnte ich mir, oder ich kaufe mir noch so einen. Das Problem ist, dann habe ich dann nicht so viel Geld, um Prestige hier Dinges zu machen. Nee, ich mache das jetzt anders. Einheit aufrüsten. Den werde ich jetzt in irgendwas aufrüsten, was etwas billiger ist. Vielleicht machen wir das mal. Zack. Dann kann er über zwei Felder feuern. Und alles weitere lassen wir, oder wir lassen es doch nicht. Es ist eine schwierige Entscheidung, ob ich das jetzt, ob ich jetzt mein Geld in Überstärke bei Kursk stecke oder nicht. Ich meine, das meiste werde ich wahrscheinlich sowieso nicht auf Überstärke bringen können. Ja, oder ich tue die Panzer umrüsten in 34-76F. Aber wir können ja mal gucken, wie viel das kostet. Ach, das wollte ich nicht. Sondern ich wollte, na, das hier. 168. Das wären dann dreimal etwa. Das heißt, der ist nicht so. Das ist, bei dem ist das etwas billiger. So, das ist sogar gleich teuer, okay. Also sind dreimal wären das dann 168. Dreimal 16 sind 30, 48, also so knapp 500 Prestige würde das kosten. Hätte ich noch 596 plus, aber ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, Kurs kriegt man 2000. Ja, ich glaube... Dann mache ich das doch einfach mal. Dann mache ich das doch einfach mal. Zack. Wieso ist der jetzt teurer als der andere? Was hatte der denn für... Achso, weil der ist noch hier, der hat 10er Stärke und der andere hat wahrscheinlich Überstärke.
Ja, der hat 12er, deswegen ist das teurer, okay. Jo, Flak. Jetzt gucke ich noch mal kurz, ob es jetzt da immer noch nicht gibt. Nur LKWs für das Ding und so hier, dass nur vier Felder fahren kann. Ich weiß gar nicht, ob es da irgendwann mal was Besseres gibt oder nicht. Frag mich mal was Leichteres. Flak gibt es jetzt, glaube ich, auch noch nichts. Ne, das Ding kann nur vier Felder fahren. Das hat nur Reichweite 8. Das ist nur so ein LKW, der bei blödem Gelände nicht vorwärts kommt. Ich glaube, ab Kurs gibt es die besseren Sachen. Also das nächste Szenario aus der Nachhand geschlagen werden, kann ich ja vielleicht schon mal erklären. Das ist eines von drei Szenarien, wo je nachdem, ob man jetzt einen glorreichen Sieg, einen normalen Sieg oder einen taktischen Sieg macht, je nachdem ja, kommt man dann in unterschiedliche Verzweigungen. Bei einem glorreichen Sieg kämpft man gegen die Heeresgruppe Mitte, also Bagration und so weiter und so fort, und ja, kämpft dann nachher noch gegen die Alliierten oder kann kämpfen, oder man kann auch schon in Berlin ausmachen. Ich werde natürlich alle Verzweigungen, alle Sachen spielen. Bei einem normalen Sieg, da, jo, da kämpft man gegen die Heeresgruppe Süd, und bei einem taktischen Sieg kämpft man gegen die Heeresgruppe Nord und macht vorher noch einen Abstecher bei Kursk. Und Kursk ist eines der schwierigsten Szenarien, weil die Deutschen da massig Panther und Tiger haben, und wir haben halt nur irgendwelche Sachen, die über ein Feld schießen können. Jetzt mal diesen SU, diese beiden Einheiten hier ausgeschlossen. Wobei der hier natürlich noch keine Erfahrung hat. Also den muss ich dann jetzt mal richtig vergewaltigen in dem Szenario, dass er mal ein bisschen Erfahrung kriegt, dass er wenigstens einen Erfahrungsbalken hat. Das ist natürlich dann auch gut, wenn das hier so ein Kommando-Dinges ist. Einzig Blöde ist, dass er nur 4 Schuss hat. Naja, gut. Also wir werden sehen, wie es läuft. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen und ihr schaut dann beim nächsten Mal wieder rein, wenn es wieder heißt Let's Play Panzergeneral 3D, wenn wir dann aus der Nachhand geschlagen werden spielen. Das wird ein lustiges Szenario werden, denke ich mal. Bis dahin, ciao, ciao.